Kaffee geholt. Willkommen, Jungs und Mädels, beim Rostumwandler. Und heute wird mal wieder am Polo geschraubt und ihr dürft dabei sein. Heute steht nämlich an, den Nockenwellensimmering zu tauschen, oder zumindest schaue ich mir das mal an, weil da sind schon so verschiedene Dinge, habe ich erfahren, dass man eventuell den Zahnriemen gleich mit austauschen sollte. Und andere Dinge, auf die man zu achten hat. Deswegen gucke ich mir es an. Und wenn das so von meinem Empfinden her funktioniert, dann tausche ich mir den Simmering halt aus. Da läuft nämlich ganz schön viel Öl aus. Na, trotz der Motorwäsche fängt das Auto schon wieder an, nach Öl zu riechen. Und ich habe auch mal geguckt, ist innen drin wieder alles verölt und stinkt und smüffelt. Ja, bevor das schlimmer wird, gehe ich halt hin und möchte das halt wirklich machen. Genau. Für den TÜV ist es vielleicht auch wichtig, weil die schreiben das ja immer auf, Ölverlust, und vielleicht schaffe ich mal ein Auto ohne Ölverlust über den TÜV zu fahren. So, ja, vielleicht fällt auf, hier vorne steht was in der Ecke, ein ziemlich großer Karton. Da muss ich zu sagen, ich glaube, das ist mein erstes Fanpaket. Und ihr erinnert euch ja noch an die Spende, die ich letzt bekommen habe. Das ist von der gleichen Person, nämlich vom Jörg, auch genannt Verhojo. So, gucken wir mal, was da drin ist. Also es war schon mal richtig schwer. Ne, der Paketemann hat es mit einem Wägelchen vorbeigebracht. Und auf die Zauberkiste. Aha, das ist ja nicht schlecht. Aber ich glaube, er hat schon sowas gesagt, dass das kommt. Und auf damit. Wow. Das sieht aus wie neue Reifen. Und zwar wirklich neue Reifen. Jetzt schauen wir mal. Das sind Winterreifen der Größe 155 70 R13. Und die DOT-Nummer ist 1118. Die sind richtig neu. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank, lieber Jörg. Das ist eine super Sache von dir. Aber das weißt du ja schon. Ich habe dir ja schon heimlich gedankt. Und es sind 4 Stück. Für jedes Rad 1. Klasse. Das war also jetzt das Fanpaket vom Jörg. So. Dankeschön, lieber Jörg. Weil er wollte unbedingt, dass das hier nicht passiert. Hat er mir extra geschickt. Nicht schlecht, oder? So, jetzt heben wir hier auf der Seite das Auto an und machen das Rad ab, damit man nämlich von der Seite unten an den Riemenantrieb dran kann. Und wir nehmen hier die Verkleidung runter und dann nehmen wir uns das Ganze mal in Augenschein. Gleich geht's weiter. Wie immer ist die erste Amtshandlung, die Batterie abzuklemmen. Da ich nämlich auch die Lichtmaschine lockern möchte, muss ich ja zwangsläufig, um den Keilriemen abzumachen, ist es sicherer, nicht, dass man irgendwo dagegen kommt und verursacht einen Kurzschluss. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein 13er Schlüssel. So, wo ist denn das Teil? Hallo? Ich sehe natürlich wieder nichts. Ach da. Dann probieren wir mal unser Glück. So, ein bisschen locker drehen reicht. Das machen wir oben. Machen wir auch noch ein bisschen locker. Und das ist natürlich kein 13er, sondern ein 17er. So, oben ist auch lose.
Dann gucken wir jetzt nochmal wegen der Spannschraube. 22. Alles hier nach Gefühl. Ach da. So, das dürfte reichen. Ich glaube, die Verkleidung können wir schon abmachen. Da kommt man gar nicht richtig dran. Und das ist noch ein Auto, wo man gut dran kommt. Ich mache ihn nach unten weg. Kann das wahr sein, dass hier die Motorhalterung, wo das hier dran hängen bleibt? Also das haben eindeutig nicht die Schweizer erfunden. So, jetzt ist er ab. Jetzt gucken wir mal hier. Also die Zahnriemenspannung sollte sein, dass man zwischen Daumen und Zeigefinger das gerade so auf 90 Grad verdrehen kann. Also mir kommt das vor, als ob das hier ein bisschen locker ist. Weil das ist normal, wenn ich mal richtig drehe, bisschen locker. Obwohl das noch nicht lange her sein soll. Irgendwann 2017 wurde der Riemen gewechselt. Hier ist auch ein Aufkleber drauf. Aber man kann auf dem Aufkleber nichts mehr lesen. Ja, also hier, nicht nur, dass er jetzt unscharf ist, aber die Zahlen sind alle weg. Das wurde mir halt von den Vorbesitzern erzählt. Der Max wusste es auch nicht genau. Der Christian konnte, das war der Meinung, es war 2017 gewesen. Gut, vielleicht wäre es doch angebracht, diesen Zahnriemen zu tauschen. Ich nehme mal an, der kostet nicht viel. Muss ich natürlich wieder bestellen. Zuerst sollte man jetzt den Motor auf OT drehen, auf dem ersten Zylinder. Und da gibt es hier an diesem Nockenwellenrad gibt's irgendwo eine Markierung. Ja, wie locker der hier drauf sitzt. So, das hier ist unsere gegenüberliegende Markierung. Und hier müsste jetzt irgendwo ein Punkt sein. Das sieht doch aus wie ein Punkt. Ja. Damit man das besser sieht, habe ich jetzt hier so einen Lackstift. Und mit dem werde ich das hier einfach mal markieren. Dass man das Ding einfach besser sieht. Gut, dann setzen wir jetzt unten an der Kurbelwelle eine Nuss an und eine Knacher mit einer langen Verlängerung. Dazu muss man ja auch das Rad abbauen, weil da ist halt im Innenkotflügel ist eine Aussparung, ist ein Loch gemacht, wo man genau mit der Nuss auf diese Kurbelwelle kommt. Es ist übrigens eine 19er Nuss. Na, da hat es nicht weit. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier unten ist natürlich noch die Riemenscheibe drauf, auf der Kurbelwelle. Und da ist auch eine Kerbe und ein passendes Loch dazu. Ich werde mal versuchen, diese Stelle zu treffen. So, da sieht man das jetzt. Und Punktlandung. Jetzt sind wir genau in der Kerbe. Und hier oben. So, da sieht man jetzt, dass wir hier genau auf diesem Pfeil drauf sind. So, zwei Markierungen stimmen schon überein. Jetzt könnte man noch eine dritte gucken. Wenn ich mich richtig erinnere, ist nämlich an den Motoren war früher immer so eine Kappe, die man hier rausnehmen konnte. Konnte man halt die Schwungscheibe sehen und da war dann auch noch eine Markierung.
Na toll, hier sind wieder meine Lieblingsschrauben. 6er Imbus. Vielleicht kriege ich sie diesmal auf, ohne sie kaputt zu machen. Endlich ist mal eine aufgegangen, ohne dass es umgedreht hat. Sind ja nur noch zwei. So, ich wollte mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Das war nämlich jetzt gar nicht so einfach. Ich habe immer die Angst, dass ich da verkante und dann halt die Köpfe rund drehe von diesem Imbus. Deswegen habe ich jetzt hier mein langes Imbus-Bit habe ich hier auf den Schraubenkopf gesteckt und habe dann einen 10er Ringgabelschlüssel drüber geschoben. Und das Ganze habe ich hier unten mit einem langen Rohr verlängert. Und habe dann die ganze Zeit mit dem Hammer hinten auf das Bit gehauen. Länger, öfter und kräftiger. Und dann habe ich es irgendwann während dem Hauen, habe ich dann diesen Hebel angesetzt und konnte dann mit einem lauten Knack alle vier Schrauben aufmachen. Das heißt, die erste ging ja noch so auf, aber die anderen drei haben jetzt ohne Probleme sind die aufgegangen. Weil hier diese letzte Schraube hatte auf jeden Fall schon angefangen rund zu drehen. Die war aber schon vorher rund, ne, bevor ich da dran gegangen bin. Das habe ich richtig gemerkt. Ja, aber es hat funktioniert. Ne, ein bisschen Überlegungen, ein bisschen Improvisieren und man kriegt diese blöden Schrauben auf. Ich erinnere mich, dass es schon länger zurückliegt, als ich an meinem Golf 2 geschraubt habe, musste ich da ja auch mal dran und das ist ja dasselbe Prinzip. Gut. Dann machen wir erstmal diese blöde Riemenscheibe ab, dass wir unten drunter dran können. Bevor ich jetzt die Riemenscheibe unten abmache, habe ich jetzt hier nochmal den Motor auf OT gestellt. Ich habe also nochmal die Riemenscheibe übereingebracht mit den Montagepunkten. Und jetzt sieht man hier unten die Markierung. Und genau, die steht jetzt ein bisschen ab. Aber wenn man reinlinst, sieht man, dass das passt, ne? Weil die ist komplett lose. Aber der Punkt, wo sie gehalten wird, das ist so ein erhabener Stift. Der ist jetzt fast im Loch, deswegen steht er hier ein bisschen außermittig. Ich habe auch hier mal jetzt die Schraube vom Motorbock gelöst, weil die Scheibe kriegt man da unten gar nicht richtig raus. Ich versuche jetzt den Motor ein bisschen sozusagen auf dem Bild nach oben zu schieben, um halt die Riemenscheibe rauszubekommen. Da das aber jetzt alles sehr blöd ist und ich da mehrere Hände brauche und werde ich das nicht mit der Kamera filmen, sondern erst wenn die Riemenscheibe draußen ist. Dann bis gleich. Sorry Leute, aber ich muss euch jetzt vor fast vollendete Tatsachen stellen. Ich bin hier nirgendwo dran gekommen. Ich habe diese blöde Riemenscheibe nicht abbekommen. Noch nicht mal die Plastikverkleidung. Hier an der Seite, die nur mit einer 6er Schraube fest war. Und jetzt bin ich hingegangen, man sieht hier, das ist ein Riesenloch. Oh. Ich habe die gesamte Lichtmaschine mit Motorhalter abgebaut. Und dann konnte ich hier mit dem Wagenheber den Motor rauf und runter lassen und konnte dann damit die Teile rausbuxieren. Na, ich bin auch schon hingegangen, habe jetzt überall noch zusätzliche Markierungen angebracht. Man sieht das hier, den Zahnriemen halt mit der Riemenscheibe markiert. Dasselbe habe ich natürlich hier unten auch gemacht, na, dass ich halt, falls ich doch irgendwie nicht aufpasse und es hüpft mir hier ab, kann ich dann immer das nachvollziehen, was ich hier gemacht habe. Gut, ja, dann werde ich jetzt hier oben mal das Nockenwellenrad abnehmen und dann bauen wir hier den Riemen ab und natürlich diese Plastikverkleidung, die dahinter ist. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Dann wollen wir jetzt mal die Schraube lösen.
Normalerweise gibt es da so eine Art Hilfsschlüssel, den man hier so reinhalten kann, um halt dieses Zahnrad an zwei Punkten abzustützen. Aber ich werde jetzt hier mal diese 10er Nuss auf eine Verlängerung nehmen und habe jetzt nur einen Auflagepunkt. Ich gehe mal von aus, so fest wird die Mutter nicht sein. Testen wir das mal aus. Ein kräftiger Schlag und die ist hoffentlich auf. Aua, das waren meine Finger. Nochmal. Und nochmal. Müssen wir doch den Schlagschrauber benutzen. Wo haben wir den denn hin? Da. Ist das jetzt auf? So, ich habe diesmal hier so eine Sechskantnuss genommen. Das ist scheiße, wenn man diese Nüsse hat, die so viel Zahn sind. Da ist immer die Gefahr groß, dass man damit abrutscht. So, jetzt probieren wir das mal hier mit. Das hat, glaube ich, funktioniert. Ha! Also, geht doch. So, es bewegt sich schon. Und es geht auch schon ab. Gut. Machen wir das mal weg. Lass das hier mal locker liegen. Ich habe ja alles schön markiert. Gibt es eigentlich keine Probleme. So, jetzt muss diese Plastikverkleidung hier ab. Die ist also hier festgeschraubt. Da haben wir noch eine Schraube. Hier ist noch eine Schraube. Und unter der Wasserpumpe habe ich auch noch eine gesehen. Also haben wir insgesamt 4 Schrauben. Das sind noch verschiedene. Das hier ist eine 13er. Die ist jetzt ein bisschen tiefer, die Schraube hier. Die sieht man jetzt nicht mal auf dem Bild. Aber wenn der Plastikschutz gleich ab ist, zeige ich das nochmal. So, unten die Schrauben sind jetzt alle raus. Das habe ich hier an der Seite noch eine entdeckt. Die muss auch noch ab. Dann sollte diese blöde Plastikverkleidung abgehen. Und dann können wir uns das mal anschauen, wo hier die Suppe rausgelaufen ist. Ich hoffe, das kommt wirklich von oben. Nicht, dass nach unten der Kurbelwellensimmering undicht wäre. Den habe ich nämlich nicht gekauft. Das wäre halt blöd, weil das ist eine Scheißarbeit, hier alles auseinanderzubauen. So, ab mit dem Dreckding. Es ziert sich noch etwas. Aber heute hat sich irgendwie alles hier geziert. Ich denke mal, das macht man normalerweise anders. Aber das Ergebnis zählt, oder? Na gut, lassen wir das jetzt mal. Es ist ja aus den Füßen. So, und da sehen wir schon die Schweinerei. Das ist ja super. So, da kann man jetzt sehen, hier hängt alles voller Öl. Ja. Was eine Arbeit, um da dran zu kommen. Gut, dann ist natürlich klar, dass der so viel Öl verliert. Das war jetzt erst der erste Schritt. Jetzt als nächstes muss ich hier den Ventildeckel runter machen. Und dann ist hier, glaube ich, so ein Flansch oben drauf geschraubt. Den muss ich dann lose drehen. Und vielleicht auch die anderen Lager von der Nockenwelle. Na gut, Kamerawechsel. Diese Deckel muss ab. Aber zuerst machen wir hier diesen komischen Geh um die Ecke Schlauch ab. Der ja so mit Klebeband umwickelt ist. Von die Minischraube.
im Vergleich für so ein großes Auto. Voll Deibel. Dieser Schlauch hier fühlt sich richtig schleimig an. Da hat aber wieder einer geguckt. Der hat, glaube ich, ein Loch auf der Rückseite. Machen wir das hier mal ab. Der sieht auch innen drin aus. Ui, da hat sich ja komplett aufgelöst. Ja, ich habe schon Ausschau danach gehalten. Also das sieht nicht mehr gut aus. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ist schön goldbraun und es sind keine Ölschlammablagerungen drauf. So, dann nehmen wir mal die Deckeldichtung runter. Ich habe ja eine neue gekauft. Also ist es nicht schlimm, wenn die jetzt kaputt gehen sollte. Aber hier ist noch schön weich. Dann merkt man, dass die halt wirklich mal ausgetauscht wurde. Die müssen jetzt alle lose. Hinten die wahrscheinlich nicht. Und hier vorne, das muss ab. Und dann kann man schön an den Simmering dran. Aber bevor ich das mache, gucke ich erstmal, ob ich den richtigen Simmering bekommen habe. Dazu gehe ich jetzt hin und versuche das mal hier zu messen. Also das sind 52,6. Und jetzt den Innendurchmesser von der Welle, auch wenn er hier ein bisschen konisch ist. 37,8. Ja, das passt. Diesmal ist es kein 10er, es könnte ein 11er sein. Ich tue die jetzt alle erstmal anlösen. Ich glaube, da hinten nehmen wir noch lose. Ich habe das so ein Gefühl, als müsste ich das tun. Also dafür, dass der 220.000 gelaufen hat, sehen die Lager aber noch richtig gut aus. Da sind keine Riefen drin und nichts. Auch hier die Nocken. Ich muss mal hier mit meiner Speziallampe mal gucken. Die sind oben nicht breit getreten und gar nichts. Ja, auf die Hydrostößel kann man jetzt nicht gucken. Aber da hatte ich ja auch so keine Probleme festgestellt. So, dann nehmen wir mal den Dichtring vorsichtig raus. Geht ja schon von selber ab. Und er fühlt sich ziemlich hart an. Er ist auch jetzt ganz, ganz leicht runtergegangen. So, jetzt nehme ich hier meinen alten Fahrradspiegel. Ich glaube, von meinem ersten Fahrrad. Damit habe ich mich mal auf die Nase gelegt. Aber dafür ist er noch gut. Mal gucke ich mir das hier mal von unten an. Ja, da muss ich noch ein bisschen Schmutz wegmachen. Dann nehmen wir jetzt das neue Teil. Wir werden das ein bisschen einölen. Ich glaube, das Ding hier ist so alt wie ich. Ist da überhaupt Öl drin? Keine Ahnung, das riecht ganz komisch. Das riecht aber nach Öl.
Es hat immer so einen nussigen Geruch. So, dann machen wir diese Lippe hier innen drin und auch benetzen. Und den hinteren Bereich sollte man etwas benetzen. Das stand zumindest in dieser Reparaturanleitung. Ja, der hat hier innen so einen Anschlagpunkt, sehe ich gerade. An dem Lagerdeckel gibt es den auch. Jetzt wischen wir das mal hier alles schön sauber. Was mich halt wundert, zum einen, dass hier so Schmutzspuren dran sind und zum anderen, dass die Deckeldichtung hier an der Stelle ansetzt und dieses Stück hier quasi frei ist. Das müsste dann eigentlich eine Dichtung sein mit einer Passung. Nur so dreckig wie das hier ist, glaube ich nicht, dass das abdichtet und dass da vielleicht auch zusätzlich Öl ausgetreten ist. Vielleicht war dieser Wellendichtring gar nicht kaputt. Ich werde mal versuchen, das sauber zu machen und zu entfetten und werde hier mal ein klein bisschen Dichtungsmittel drauf machen, zur Sicherheit. Weil das sieht mir hier ein bisschen seltsam aus. Okay, dann tun wir das. Ja, man kann es jetzt ganz schwach erkennen. Das gute alte Hylomat, ein Universal-Dichtungsmittel, habe ich jetzt hier ganz zart, habe ich das hier drauf gemacht. Und nur halt als zusätzliche Sicherheit. Ich denke mal, es hätte vielleicht auch so abgedichtet. Aber das hier nur hauchdünn drauf ist, denke ich mal, dass das kein Problem gibt. So, jetzt drehen wir die alle wieder ein bisschen bei, sodass ich die Nockenwelle jetzt setzen kann. Und jetzt gehen wir mit dem Drehmomentschlüssel ran. 6 Newtonmeter und 90 Grad weiter drehen. Machen wir erstmal die 6. Das ist wirklich nicht viel. So, und jetzt die 90 Grad. Ich habe zwar jetzt hier kein Winkelmesser, aber 90 Grad kann man gut abschätzen. Das hätten wir jetzt erledigt. Jetzt kontrollieren wir hier das nochmal. Ah ja, da sieht man jetzt, die Dichtungsmasse ist ganz leicht rausgequollen. Ich bin begeistert. So, dann machen wir noch den Dreck runter. Weil die neue Dichtung wird trocken aufgesetzt. Da kommt nichts dazwischen. Von Elring. Nehmen wir doch gleich das Beste. Weil teuer war die nicht. Einmal falsch rum. Da ist sogar ein Pfeil drauf. Ja, das mit den Pfeilen ist so eine Sache. Hätte ja auch sein können, dass hier Indianer in der Nähe sind. Dann machen wir jetzt noch den Ventildeckel von innen ein bisschen sauber. Und dann kommt er da drauf. Den Schutz haben wir auch wieder drauf gemacht. Der ist ja dafür da, wenn man bei laufendem Motor den Ölnachfülldeckel öffnet, dass dann das Öl hier nicht rausspritzt. So, man könnte auch diese Dichtungen hier erneuern, aber die waren vorher nicht undicht und die sehen mir sehr massiv aus.
Falls sie dann immer noch undicht werden, meine Herren, dann kann man sie halt austauschen. Man kommt ja ganz einfach dran. Immer alles schön sauber machen. Im schlauen Buch stand 10 Newtonmeter. Sollte man vielleicht auch wieder die 10er-Nuss nehmen. Ich gehe es hier in kleinen Schritten, drehe ich das langsam fest, damit die Dichtung sich schön setzen und anpassen kann. Überdrehen kann man das nicht, weil man hat ja gesehen, die Schrauben haben eine dickere Stelle und haben nur unten einen Gewindestift. Aber es geht jetzt darum, dass sich halt schön die Dichtung hier überall reinpresst. So, das war der erste Schritt. Ich werde das hier mal noch schön sauber machen. Wenn man nämlich jetzt hier reinfilmt, da sieht man, dass das hier ziemlich ölig ist. Und dann kann man halt später feststellen, ob nochmal Öl nachgelaufen ist. Aber so sieht das jetzt erstmal gut aus. Weiter geht's. Dip, dip, dip in the whiz, whiz, whiz in the water, clean. Ich bin schon mal ein Stückchen weitergekommen. Ich habe jetzt hier diese Plastikabdeckung drauf gemacht und habe mal hier alles schön sauber gemacht, aber richtig. Na, jetzt sieht man hier unten am Kurbelwellenrad, dass das total glänzt. Der ganze Dreck und Schmodder ist weg. Und da kann man jetzt, falls nochmal was undicht wird, kann man das halt sofort sehen, wo es herkommt. So, dann werden wir jetzt mal den Zahnriemen wieder draufsetzen. Und schauen, dass halt die Steuerzeiten wieder stimmen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Zahnriemen diesmal richtig gespannt bekommen. Szenenwechsel. Oh, das obere Nockenwellenzahnrad habe ich jetzt schon mal hier so grob aufgesetzt. Und habe hier von meinem Zahnriemen die Markierungen wieder übereingestellt. Ich habe ja zwar an dem Motor nichts verdreht. Weder an der Nockenwelle noch an der Kurbelwelle. Aber da hat man noch eine zusätzliche Sicherheit. Ja. Gut, okay. Dann gucken wir jetzt und gucken wir, dass wir unten den Riemen halt über das Kurbelwellenzahnrad drüber geschoben bekommen. Allerdings ist es da so eng, dass ich das nicht filmen kann, wenn ich gleichzeitig dran arbeite. Ich guck mal, wenn ich es drauf habe, dann zeige ich nochmal, weil da habe ich ja auch Markierungen gemacht, dass man sieht, dass das übereinstimmt. Wie erwartet war das Ganze nicht so einfach. Weil man sieht jetzt hier, dass das Ganze um einen Zahn versetzt ist. Na, also hier ist die Markierung auf der Riemenscheibe. Oh. Und ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Da war wieder mal der Akku leer. Also es muss dringend ein neues Gerät her. So, ich habe den Fehler korrigiert und habe auch schon den Motor zweimal durchgedreht. Das heißt, die Kerben stimmen jetzt wieder überein. Da unten sieht man das. Da ist es, genau. Hier ist die Markierung wieder genau im Fenster drin. Und hier oben stimmt sie natürlich auch wieder überein. Na? Und ich habe auch die Zahnriemenspannung habe ich verbessert. Ich habe also an der Wasserpumpe habe ich das nachgespannt und man sieht jetzt, dass das nicht mehr so wabbelig ist wie vorher, aber die Pumpe ist fast an Anschlag gespannt. Das sagt mir also, dass der Zahnriemen doch etwas gestreckt ist und ich werde auf jeden Fall den dann nochmal austauschen gegen einen neuen. Aber erstmal fahre ich damit noch. Genau, ich bin ja kein Raser und das ist kein hochgezüchteter Motor. Ich denke mal, das hält noch, weil der Zahnriemen sieht so gar nicht schlecht aus. Und ist jetzt alles wieder schön sauber und ölfrei. Und da ist die Chance halt gering, sage ich mal, dass da was passiert.
Gut, jetzt müssen wir hier die Schraube noch andrehen. Unten die Riemenscheibe habe ich schon montiert. Diesmal mit dem vorgeschriebenen Drehmoment. 35 Newtonmeter, das sind M8er Schrauben. Die habe ich jetzt die vier Stück schon angezogen und habe dann hier dank meinem tollen HZ-Drehmomentschlüssel, der von 5 bis 60 geht, da habe ich hier ein Viertel Zoll Nuss drauf gemacht, dass alles schön eng ist und gut passt. Hier eine 10er Nuss und habe dann hier die lange 6er Inbus drauf gehabt. Gut, das hat das mal sehr gut geklappt, ist also nichts durchgedreht oder kaputt gegangen. Und dann lässt sich auch beim nächsten Mal das besser lösen, weil irgendjemand hat die halt wahnsinnig zugeknallt. Gut, dann müssen wir jetzt noch hier den Lichtmaschinenhalter wieder dran bauen. Und natürlich die Lichtmaschine. Der Lichtmaschinenhalter ist auch gleichzeitig der Motorhalter, weil im Moment ist das alles ein bisschen verschoben durch das Hoch- und Runterlassen, weil sonst kommt man ja gar nicht an die Schrauben dran. Ja, die Wasserpumpenschrauben, die habe ich auch schon festgezogen mit 25 Newtonmeter. Das sind nämlich M6er Schrauben, sind insgesamt 3 Stück. Die eine sieht man jetzt hier genau. Ja, dann ist hier unten drunter noch eine. Und ganz hinten in der Ecke, da kommt man aber nur dran, wenn man den Motor runterlässt. Und da kann man durch dieses sogenannte Inspektionsloch, was sich im Innenkotflügel befindet, kann man dann durch Hoch- und Runterpumpen vom Motor, kann man sehr gut an die Schrauben dran. Ja, als ich das demontiert habe, habe ich mir echt einen abgebrochen, bis ich dann auf die Idee kam, diesen blöden Halter hier abzuschrauben und den Motor halt hoch und runter zu pumpen. Das habe ich bis jetzt auch in anderen YouTube-Videos gesehen, aber eigentlich nur an den neueren Motoren. Na, dass man da halt den Motor hoch und runter pumpen muss, dass man überhaupt an die Schrauben dran kommt. Ich meine, hier ist man eigentlich an die Schrauben dran gekommen, aber es ging dann trotzdem nicht auseinanderbauen, ne? Weil alles so eng gewesen ist. Okay, dann stellen wir jetzt die Kamera um und tun den Rest auch noch zusammenschrauben. Ich habe mir gerade noch mal diesen Schlauch angeguckt, den ich vorhin oben von der Ventildeckelentlüftung abgemacht habe. Und bis auf dass er hier ein Loch hat, war der ja auch an einer anderen Stelle mit Klebeband umwickelt. Und da sieht das Ganze so aus. Na, also, dass man den hier, kann man wohl nicht mehr verwenden. Jetzt habe ich natürlich keinen Ersatz und muss mal gucken, was ich da machen kann. Das ist so zerfallen und das sieht innen aus wie Elefantenhaut. Naja, ich habe ihn jetzt mal abgeschnitten, weil das bringt ja sowieso nichts, so einen Schlauch zu montieren. Und das hat sich hier, dieser Kleber von dem Panzertape hat sich schon abgelöst. Das bebt jetzt alles. Mal gucken, ob wir das irgendwie wieder repariert kriegen. Den einzigen Schlauch, den ich da habe, ist eigentlich zu dünn. Na, mal schauen, vielleicht nehmen wir den doch mal so als Provisorium. Und ich habe nämlich schon gesehen in der Explosionszeichnung, dass das ein Teil ist, ein etwas dickerer Schlauch, wo dieser dünne Schlauch hier von abzweigt. Das ist also in einem Stück gefertigt, ohne integriertes T-Stück. Das ist halt fertig. Okay. Nur mal so als kleinen Hinweis. Oh, das sieht ja wieder ganz manierlich aus. Da unten sieht man die Flickstelle. Ich verrate aber erst später, was ich da genommen habe. Wirklich interessant. Na dann. Oh, dann machen wir jetzt mal hier diesen Motorhalter bzw. Lichtmaschinenhalter wieder dran. Ich musste jetzt nochmal den Motor richtig hochpumpen, damit ich den Keilriemen darüber bekomme. Das lassen wir jetzt mal wieder ein Stückchen runter. Ja, das passt ja schon fast. Gut. Machen wir die Schrauben wieder rein. So, das sind M10er Schrauben. Da kann man ruhig ein bisschen Druck drauf geben. Da ist die andere Schraube. Das heißt, das ist doof. Ich muss den Motor nochmal anheben.
Ich habe diese blöde Schraube von der Lichtmaschine nur rausgekriegt, weil ich den Motor angehoben habe. Das ist hier wohl so ein Ding bei dieser Kiste. So mag's gehen. Das gibt jetzt ein bisschen Akt. Meinungsverstärker. Ja, das dachte ich mir. Ist nicht so einfach. Rausmachen ist einfacher. Da kann man hier mit dem Montiereisen anpacken. Aber das wieder reinmachen. Was kann man dann da verwenden? Ich glaube, das hat's gebracht. Ja, Schraube hat gezogen. Die Schraube ist ja ewig lang. So. Genau, sollte sich ja noch bewegen. Mal jetzt den Motor wieder ab. Das heißt, ich glaube, ich mache mal erstmal hier den Zahnriemenschutz drauf, weil jetzt kommt man noch super dran und alle Federn sind abgehüpft. Ja, diese blöden Klammern, die gehen richtig schwer rein. Ich glaube, da machen wir ein bisschen was drauf. Dann rutscht es besser. Und geht beim nächsten Mal besser auf. Auch diese Schraube kriegt einen Drehmoment. Sehr fest. Aber nicht zu fest. So, mal gucken, ob wir die Position wechseln können. Das soll jetzt nichts Anzügliches sein. Jetzt muss ich irgendwie unten drunter klettern. Damit ich diese Schraube reinbekomme, um das festzuspannen. So, die Spannung ist gut. Das ist ein Ärger mit der Kamera. Schon wieder die Batterie leer gegangen. Also diese Kameraanwendung zieht ganz schön Strom. Na gut, nicht viel verpasst. Ich habe jetzt noch hier alles nachgezogen und festgezogen. Und ja, hatte eigentlich noch erzählt, dass ich hier das ganze Werkzeug wegräume, was ich natürlich jetzt schon gemacht habe.
und werde jetzt zum ersten Mal den Motor anlassen. Da bin ich mal gespannt, ob das hier alles funktioniert hat. Ich hab's einfach mal zusammengebaut. Mal gucken. Entweder er läuft oder wir können eine Kehrbesen holen. Testen wir das jetzt mal. Ach so. Batterie muss noch angeklemmt werden. Festziehen tue ich später. Ich will jetzt wissen, ob das Ding läuft. Drei, zwei, eins und los. Hört sich alles sehr normal an. Er nimmt auch das Gas gut an. Das heißt also, dass die Steuerzeiten stimmen. Sonst würde er sich jetzt verschlucken und dann würden hier Flammen rauskommen. Also ich würde sagen, das hat funktioniert. Sehr gut. So, Jungs und Mädels, das war's dann für heute. Das war eine richtig spannende Geschichte. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber die Sache war von Erfolg gekrönt. Ich bin stolz, weil das ist erst das zweite Mal, dass ich einen Zahnriemen ab hatte und wieder drauf gemacht habe. Das letzte Mal war das 1989. Da war an meinem Golf 2 die Kopfdichtung kaputt gegangen und da musste ich auch den Kopf runternehmen mit Zahnriemen und das habe ich damals auch ganz alleine gemacht. Ja. Naja, dieses schlaue Buch, was ich mir da gekauft habe, das ist zwar schön und gut, da stehen auch einige Sachen drin, aber es steht zum Beispiel nicht drin, dass man, um die Riemenscheibe abzunehmen oder die Riemen runterzunehmen oder an die Verkleidungsteile dran zu kommen, halt den Motor hoch und runter pumpen muss. Das erfährt man dann zum Beispiel aus einem YouTube-Video. Ich habe ja immer eifrig die Videos vom Schrauber geguckt und der hat das ja immer gezeigt, wie einfach das eigentlich geht, damit man halt an die Schrauben ran kann. Na, das ist hier zwar ein klein bisschen anders, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Na gut, da haben wir morgen gleich eine längere Probefahrt. Gibt nämlich einen Roadtrip zu der Werkstatt, wo der Peter arbeitet. Und da kriege ich dann, beziehungsweise ich montiere die neuen Winterreifen, die ich bekommen habe. Das ist nämlich jetzt schon mal ein Spoiler. Das kommt etwas später im Video. Also in einem der nächsten Videos. Ja. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abschließend noch ein paar Worte zu dem Zahnriemen, den ich wieder montiert habe. Ich sehe kein Problem darin, da der Riemen sowieso nicht lange weiter benutzt wird. Ganz im Gegenteil, hätte ich diesen nicht abgebaut, wäre der Motor später eventuell kaputt gegangen, so locker wie der Zahnriemen eingebaut war. Auf dem Bild erkennt man keine außergewöhnlichen Beschädigungen. Für die 100 bis 200 Kilometer, die ich mit dem alten Riemen noch fahren werde, ist er noch gut genug. Ich wäre unsicher, wenn der Zahnriemen so ausgesehen hätte. Also locker bleiben, ich bin es auch. Dann wie immer, lasst ein Like da und auch ein Kommentar, dann freut sich euer Karl. Abonniert den Kanal und klickt auf das Bimmeldingsi. Und schon gibt's eine Nachricht bei Neuigkeiten. Bis dahin, bleibt sauber und ciao.